Mahlzeit und willkommen zurück bei Enshrouded, meine Lieben. Ihr seht's da im Hintergrund. Ich bin nochmal zu dieser ollen Miasma-Wurzel zurückgegangen. Hab mir jetzt hier auch erstmal einen Altar hingebaut. Und wir versuchen das jetzt mal anders. Denn von da oben haben wir ja letztes Mal gesehen, das wird nichts. Also probiere ich jetzt mal von der anderen Seite da drauf zu springen. Da ragt ja sowas in die Höhe aus dieser Höhle hinaus. Und ich denke mal, das könnte vielversprechend sein. Dann gehen wir da jetzt erstmal rüber. Boah, halt, stopp. Halt, halt, halt. Uiuiui. Okay, wir werden mal. Wie war es sowas? Das ist so verwirrend mit dem Controller. Werden wir erstmal hier schnell einen Happen essen? Könnte durchaus schmerzhaft werden, könnte ich mir vorstellen. Wo ist denn das Ding? Da unten. Uah. Ja, mal hoffen, dass das im ersten Anlauf klappt. Wow. Hör da irgendwas, was mir nicht gefällt. Aber es könnte auch die Wurzel selber sein, die da vor sich hin atmet. So, jetzt haben wir da unten einen Felsvorsprung. Und ich hoffe, dass wir den treffen. Okay, getroffen haben wir ihn. Das ist doch schon mal was. Mal eine Bandage nutzen. Dann mal vorsichtig Hallo sagen. Jawohl, neuer Ort kartiert. Wunderbar. Und dass die Wurzel hier steht, heißt ja nicht, dass sie alleine ist, ne? Da hinten geht's raus. Das ist ja auch gut zu wissen. Na gut, ich sehe jetzt erstmal keine Gegner. Na? So, mein Gott, irgendwann lerne ich es auch. Na, hauen wir das Ding erstmal weg hier. Neuer Fertigkeitenpunkt, aber mehr auch nicht. Schade eigentlich. Der muss weg. Mehr ist hier auch gar nicht zu holen. Naja, gut. Gucken wir mal, wo das hier hinführt. Ins Miasma führt's. Ja, interessant. Ja, warum nicht? Kann man brauchen. Das ist ja ein cooler Pfad, Mensch. Hätte ich den mal gefunden, das wäre ja einfacher gewesen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schmeißen wir mal kurz einen Blick auf die Karte, wo es uns denn jetzt hinführt. Ginge in die Richtung zu diesem Flammenschrein. Der liegt noch so halb verborgen. Den könnten wir uns eigentlich als nächstes Ziel mal nehmen. Ich habe ja letzte Woche gesagt, jetzt werden wir ein bisschen exploren gehen. Da ist ja noch einiges offen. Auch in unserer Ecke. Also, mal gucken. Ach komm. Die sind nervig. Ja, das sind gleich zwei Bienenstöcke. Wir brauchen ja Honig. An den anderen eventuell auch ran. Ah. Na komm. Ich will euch loswerden. Elende Garstige. Ja, die haben nicht so einen Bock drauf, runterzukommen, wa? Jetzt. Na gut, sacken wir das erstmal ein. Rufen wir einen Schritt weg. Vielleicht kommen sie ja hinterher und es wird einfacher. Da sind sie. Danke.
Garstige Mistviecher, okay. Ah, gleich wieder ein bisschen Honig eingesackt. Kann ja nicht schaden. So, 135 Meter in diese Richtung, sagt er. Haben wir doch schon auf der Map. Okay. Nehmen wir mal an, auf dem Felsen. Das sieht doch so aus, als ob wir da hochkommen. Gibt's wieder Feuerstein? Warte, kennen wir ja schon. Das ist ja die erste, die wir hier besucht haben. Okay, wo? Ach! Aber auf die ganz hinterhältige hier. Kleiner Scheißer, du. Böse, böse. Oh, nun nicht. Ah, guck mal, da ist er. Nichts hier Schönes. Tomaten. Nice. Haben wir zwar auch schon mal gefunden. Aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Kann man ja auch alles brauchen. Okay, na gut, weiter im Text. Wo lang als nächstes? Der Plündererhügel. Ah, da haben wir die Plünderermutter gekillt. Könnte mich weiter hochporten. Dann gucken wir uns mal dieses Fragezeichen an. Vielleicht versuchen wir es gleich mal da hochzugehen. Also, bin da zwar ein bisschen ängstlich, weil mir nach wie vor meine Ausrüstung nicht gefällt. Aber wenn wir da nicht weitermachen, wird es wohl auch nicht besser. Brauche ja auch die Handspindel von der guten Jägerin. Was ist denn das da drüben? Flammenrefugium? War falsch. Könnte fast sein. Das ist es doch aber nicht, was ich da sehe, oder? Oh. Naja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, meine Lieben. Wir haben ja Zeit. Diesmal haben wir Zeit. Jetzt, wo ich nur noch eine Folge die Woche mache, haben wir Zeit. Ich würde es auch streamen, aber das macht keinen Sinn. Da leidet die Grafikqualität zu sehr bei meiner Leitung. Das muss ich euch nicht antun. Na gut. Nochmal vorsichtig hinein. Wir haben ja in der letzten Folge noch aufgewertet, unsere Flamme. Also mach mir jetzt ums Miasma hier erstmal keine Sorgen. Die Wohnung liegt auf erstmal. Die armen Ziegen. Lass sie noch mutieren. Kann es sein, dass es das war, was ich gesehen habe? Der Plündererhügel. Völlig anders, als wo ich hin wollte. Klasse. Okay, na gut. Dann nicht. Dann sparen wir uns den Weg am Plündererhügel vorbei und porten uns erstmal hier hoch. Muss ja jetzt nicht sein. Ich will auch nicht in so einen Grünling reinlaufen. Jedenfalls nicht sofort. Kleiner Kontrollgriff. Nicht doch. Immer mit Select die Map öffnen und es funktioniert nicht. Gut, gucken wir mal in die Richtung. Bekannt. Bisschen was looten. Flachs lasse ich liegen. Können wir anpflanzen. Haben wir auch schon. Bringt uns nur noch nicht weiter. So eine olle Pflanze. Diese Giftsäcke, glaube ich. Franz. Und erstmal im Nahkampf ist sie ja gar kein Problem. Jawohl. Okay. Das Haus da, das hatte ich mir schon mal angeschaut.
War jetzt auch nicht so spannend. Das ist hier eine Indigo-Pflanze, glaube ich. Okay, sieht so aus, als wenn wir da hoch müssen. Stellt sich die Frage. Oh. Das könnte vielversprechend aussehen. Wenn es auf den ersten Blick. Na gut, Sackgasse. Ah! Ja, manchmal hilft es auch, wenn man sich ein bisschen umdreht. Vielleicht finden wir ja auch mal langsam Kupfer. Das wäre total klasse. Irgendwie stagnieren wir ja doch ganz schön mit unserer Herstellungsgeschichte. Kicken. Das grüne Zeug hier, da bin ich schon mal drauf reingefallen. Irgendwie gab es da nur Stein raus. Wachsen hier Früchte dran? Haselnüsse, okay. Hatten wir auch noch nicht. Auch interessant. Okay, da haben wir das Gemäuer, das wir gerade von unten gesehen haben. Oh. Ein Respawn-Punkt. Nice. Mal hin, bisschen Honig, aber das ist auch nicht, was wir suchen. Das ist die Krypta der Bäuerin von der anderen Seite, okay. Wir sind das letzte Mal ja von hier irgendwo gekommen, von Westcott. Bilde ich mir zumindest ein. Hier ist ein Refugium. Na gut. Die Krypta der Bäuerin ist. Brauchen wir da nicht rein. Gucken wir mal weiter. Das ist doch auch wieder Lehm, oder? Unter Garantie. Gucken. Komme ich da jetzt hoch ohne weiteres? Ja, das ist Lehm. Ärgerlich, ich will Kupfer finden. Schon wieder. Ah, jetzt habe ich es doch abgekriegt. Ja, nun komm, geh ab. Beides low. Gerade, das wäre Matsch, wo ich drin war. Komm ich hoch? Beides Logo. Aber auch nicht, was wir suchen. Dörfchen, da können wir auf jeden Fall gleich mal reingucken, aber ich möchte erstmal meinen Marker erreichen. Ich gehe mal jede Wette ein, dass wir auch da drinnen nicht unsere Ruhe haben werden. Wäre auch zu einfach. Da ist Weideslohe am Ende dieses Kaff. Okay. An diese Krüge würde ich mich erinnern, glaube ich. Da, wo wir zuerst die Sägeblätter gesucht haben für den Schreiner. Ah, schon wieder. Da spielst du schon mit dem Controller, um besser ausweichen zu können und verkackst es trotzdem. Huch. Das war nicht der Plan. Scheiße. Hier wird es sehr pflanzlich.
Na gut, bei zwei Pflanzen ist jetzt auch ein bisschen blöde. Na, sacken wir mal die Giftsäcke ein, wofür auch immer wir sie nachher brauchen werden. Hier stehe ich aber im Morast. Und Bärchen. So, 19 Meter. Also das ist hier eigentlich die Ecke. Sehr seltsam. Bleibt auch bei Fragezeichen. Man natürlich überlegen, ob man hier mal reingräbt. Rumpfig morastig. Mein Gott. Ihr seht ja, hier ist ein Lehmvorkommen in dem Schmodder. Standort unten. Sagst du mir zumindest irgendwas? Vielleicht muss man sich da wirklich reingraben. Fahren. Das gibt wieder nur Pflanzenfasern raus. Okay. Na gut. Er sagt direkt hier. Buddeln wir. Buddeln wir. Wo es hingeht. In eine tiefe Lehmgrube. Der wird dann hoffentlich wieder rauskommen. Nein. Unten weiterhin. Ah, noch unten. Ich habe keine Ahnung, ob das vom Spiel jetzt so gedacht ist, was wir hier machen. Andererseits lässt es das ja zu, ne? Die Frage ist jetzt, kommen wir dann hier wieder raus? Im Zweifel rausporten, klar. So, siehe da. Hätten wir uns echt sparen können. Bin jetzt ein Stück weit um den Berg hier rumgelaufen und hier haben wir jetzt diesen Höhleneingang. Es war noch nicht mal weit weg. Schon wieder so eine doofe Pflanze. Und ich vermute mal, es wird dann wieder eine Miasma-Wurzel sein. Wirkt auf jeden Fall so. Kann man hier looten? Da drin ist auf jeden Fall Miasma. Geht fest. Nehmen wir die komischen Leuchtpilze hier mit. Immer noch Standort unten. Das hier, dieses komische Leuchtzeug? Ich probiere mal kurz. Ah. Ja, Leuchtwuchs. Können wir uns echt leuchtende Blöcke herstellen? Da denke ich mir, gibt es bestimmt auch interessante Verwendungen für. Deswegen würde ich glatt mal kurz hier nochmal einen Marker erstellen. Ah, bloß was? Wird mir am Ende wieder nichts mehr sagen, das kennen wir ja schon. Aber gut. 9 Meter. Immer noch unten. Wolf? Garstig. Da schätzt immer, wie krass die schon sind auf dem Level. Wolf.
Okay, Enterhaken, nice. Hier kommen wir also dann wieder hoch. Ach, da unten ist doch auf jeden Fall so eine Olle. Ah, dumm. Ja, sag ich doch. Naja, wenn die jetzt keinen Bossgegner bei hat. Dann kann das durchaus was werden. Kurz ein Bärchen. Wasser. Der ist sicher. War das? Fällt mir alles schon wieder überhaupt nicht. Kampfmusik. Aha. Wolf. Was ist das denn jetzt für ein Geräusch? Hallo? Nicht, dass wir hier jetzt einen mutierten Riesenwolf oder sowas haben. Als Gegner. Und dann tut mich nichts. Auf jeden Fall haben sie hier mal ein Lager aufgestellt. Wer auch immer. Nein! Och, komm. Was ist? Ach, ich stell mich immer an, ey, wirklich. Amen. Ach, Lagerfeuer, toll. Braucht man. Jetzt ist nicht die Zeit zum Schlafen. Ja, vermutlich haben sie hier versucht, die ganze Geschichte zu erforschen, oder was? Mit dem Miasma, man weiß es nicht. Ey, das Ding macht Geräusche. Läuft mir eiskalt den Rücken runter. Naja, Ort kartiert. Schön, schön. Wow. Oh, ich hasse euch. Ich hasse diese Viecher. Ach, ihr erschreckt mich jedes Mal, wenn die kommen. Muss eigentlich damit rechnen, dass sie kommen, aber ich erschrecke mich trotzdem. Machen wir nochmal eine Truhe. Ey! Das ist doch... Das ist doch was anderes. Das ist doch kein Lehm, oder? Oh, Kapuze des Bogenschützen. Alter, haben wir jetzt endlich mal ein Rüstungsteil gefunden? Nach der ganzen Zeit? Okay. Versuche jetzt erstmal die Miasma-Wurzel wegzuhacken. Ich wusste es. Musste ja so sein. Komm, lass die scheiß Bene sein. Wollingen. So, dann haben wir hier jetzt erstmal Ruhe. Auf diese garstigen Viecher, die werden wahrscheinlich trotzdem kommen. Ja, sage ich doch. Also, mich nerven die hart, wirklich. Was war das? Hier ein Nest von denen? Kann das sein? Und die kaputt hacken? Könnt mir vorstellen. Ja, das sieht aus, als wäre das ein Nest von den Viechern. Ich probiere mal was. Pilze gewachsen? Ineffektiv. Alter Vater, ey. Aber vielleicht habe ich jetzt Ruhe. Könnte ja sein. So, kriegen wir mal.
Das sieht so anders aus hier. Kupfererz, jawohl, nice. Maulwurf des Düsterdickichts. Achievement. Oder das hacken wir jetzt aber weg hier, Freunde. Das hacken wir auf jeden Fall weg. Also nicht komplett. Aber was die Hacke hergibt. Hier haben wir Kupfererz. Wie schön. So lange drauf gewartet. Kannst du hier mal bei Licht betrachten? So ungefähr mal merken, wie das aussieht. Halt ein bisschen wie dreckiger Lehm. Sagen wir es mal so. Das war also wahrscheinlich hier eine alte Kupfermine. Also kann ich mir das hier zumindest merken. Oder es zumindest versuchen. Schön. Aber zumindest erstmal einen Safe-Spot. In Anführungszeichen Safe. Wo wir Kupfererz herkriegen können. Bin ja mal gespannt, was wir da aus Schönes machen können. Ja komm, das reicht erstmal. Kurzer Blick, ob hier noch was zu looten ist. Wie gesagt, auch diese Leuchtsteine hier, das finde ich echt alles gar nicht mal so kacke. Gibt es ja hier noch ein bisschen mehr. Da wäre auch noch Kupfererz, nice. Irgendwo eiert hier ein Wolf rum. Mich jetzt aber erstmal nicht. Und da ging es hoch. Ja. Dann haben wir hier einen Stollen. Die Wölfe. Bei all diese Leuchtsteine. Krass. Hier kann ich mir ja schön Material besorgen. Das ist ja echt nicht üblich. Ein bisschen mehr Kupfer würde mir zwar gefallen, aber hier ist noch mehr. Sehr, sehr cool. Frage, ob ich hier wieder rauskomme. Ich hier immer tiefer reingehe. Habe ja nun mal leider einen Orientierungssinn wie eine Bockwurst. Kann also auch nach hinten losgehen. Da ist auch nochmal... Da ist ein Wolf. Ich dachte, ich sehe dich nicht, war Heik, aber... Boah, der Waffenwechsel, der ist so grausam. Echt. Hier ist noch mehr Kupfer. Kupferlumpen. Noch mehr Kupfer. Sehr, sehr cool. Okay, das lohnt sich. Große Keule. Müsste man dann mal vergleichen. Wieder umschalten. Fackel macht ja doch ein bisschen mehr Licht als der olle Inferno-Stab. Faszinierend. Ja, also hätten wir uns da jetzt noch weiter durchgegraben, also wären wir ja morgen noch nicht hier unten. Ich nehme mich mal mit. So, okay. Ich glaube, von da sind wir gekommen, von links. Dann gehen wir hier lang. Nervt. Boah, und dann so viele. Na, komm. Jetzt habe ich Bock. Haha. Fleisch, Knochen, alles schön. Alles wunderbar. Oh ja, noch mehr Kupfer. Cool, 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 cool. Oh, das gefällt mir. Und Loot. Honig. Oh ja, hier kann ich ja eine schöne Farm-Session machen.
ein bisschen aufpassen. Ich ahnte, dass ich mich hier verlaufen würde und es ist passiert. Weiß jetzt echt nicht mehr, wo ich bin. Weiß nur, dass da schon wieder ein Wolf drin ist. Nur nicht, da ist er. Ja, nun komm. Dann komm ich halt. Man nicht sieht. Dürfte auch nochmal Kupfer sein. Oh ja. Oh, schöne Ding, Freunde. Das gefällt dem Onkel. Hier ist auch nochmal eine Kupferader. Sehr, sehr angenehm. Ja, ich würde sagen, ist ja kein Miasma mehr. Höhleneingang haben wir markiert und können wir ja eigentlich mal ganz kurz nach Hause porten. Ja, fröhlich pfeifend. Könnten das ja glatt mal einlagern. Bitte, unser Oswald hat dazu irgendwas zu sagen. Oder auch nicht. Hallo, Oswald. Haben wir hier irgendwas Neues? Schmiede nicht, natürlich nicht. Holzfäller, Äxte, nein. Spitzhacken, nein. Schutt, Dietrich. Gehen wir an den Schmelzofen. Ich denke mal, könnte helfen. Oh Mann, das macht sich wirklich besser. Nee, Teer, Holzsäure. Eher nicht. Auch nur ein Rezept. Hm, dann denke ich mal, fehlt ihm noch irgendwas Grundlegendes dafür. Im guten Oswald. Ich habe hier übrigens ein bisschen aufgeräumt. Ich habe für mich selber jetzt hier erstmal drei von diesen mittelgroßen Kisten gebaut, vom Schreiner. Hier mit Essen drin und Baublöcke und Ausrüstung. Und dann habe ich das Ganze hier erweitert um magische Kisten. Das hat insofern den Vorteil, dass alle Handwerksapparate, die wir so haben, direkt auf diese Kisten zugreifen können. Ich sehr, sehr praktisch finde. Deswegen habe ich es auch gleich mal ein bisschen erweitert. Und ich muss nicht mehr sortieren. Ja, eh noch nie so gut gemacht habe. Ach Gott, nein. Das machen wir jetzt mal aus. Geht schneller funken. Komm hier nicht hin. Garn kann hier hin. Harz. Wenn man ein bisschen sortiert, dann wird es am Ende besser. Logischerweise passt mehr rein. Aber erstmal brauchen wir es nicht. Klumpen. Das ist der Leuchtbus. Fälle. Lagerfeuer ist Ausrüstung. Kupfererz. Schade, 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 dass wir noch nichts damit machen können. Schon ein bisschen ärgerlich. So, Funken kommt hier hin. Lagerfeuer. Kann man die stacken? Ja, kann man. Perfekt. Sprengbarillo. Das andere? Inklusive Schwarzpulverkugel? Die gleichen. Verstehen. Packen wir auch hier rüber. Feuerball 2 haben wir hier auch schon. Den Kolben würde ich hier ablegen. Puze des Bogen. Stufe 13, 18. Okay. Lassen wir mal eben kurz auch noch das Essen weg. Haselnüsse. Schön, schön. Auch sehr gespannt, was wir daraus machen können. Wolfsfallisch. So, also die Kapuze hatten physischen Widerstand von 18. Jetzt ist die Frage bei uns, unsere Kapuze.
hat 15, also ist die schon mal besser. Dann werden wir die mal ausrüsten. Doch, würde ich sagen, das machen wir. Endlich mal was Neues. Oh Gott. Naja, gut. Besser als nichts. Hauptsache besser. Mal noch einmal reparieren. Schön, schön. Und dann machen wir uns mal weiter auf die Socken. Truhe von Oswald. Beides Loh. Ah, das wollte ich mir jetzt eigentlich auch mit euch ankicken, ne? Aber jetzt da nochmal auf den Berg hoch. Ach, was soll der Geiz? Den Weg, den spare ich euch natürlich. Sehen wir uns gleich wieder. So, und da wären wir. Ich habe mir jetzt mal meinen Bogen ausgerüstet. Auch nochmal. Es sieht immer so friedlich aus, ne? Obwohl es verlassen ist. Und dann kommen garstige Garstigkeiten um die Ecke. Da war wieder dieses Geräusch. Hier irgendwo was Wertvolles wäre. Ist immer schlecht beschreiben, wie so ein Glockenspiel oder so klingt es. Kann ich looten? Das sind ganz schön große Bottiche. Haben die hier wohl gemacht? Bier gebraut? Denn hier leuchtet so seltsam da drin. Könnte das zum Bergwerk gehört haben. Wobei, dann verstehe ich aber auch wieder die Krüge nicht. Die großen. Aber diese seltsame blaue Leuchten. Oder haben die hier Elixier gebraut? Das könnte natürlich auch sein. Das haben wir ja nur gelernt. Daran ist ja am Ende die Zivilisation hier zugrunde gegangen. Da kam auch das Miasma her. Was ist denn jetzt los? Irgendwie tut er sich jetzt momentan echt ein bisschen schwer. Mit Leitern. Haben sie wohl einen kleinen Bug mit reingepatcht. Ist nicht gravierend. Aber schon nervig. Was ist das? Okay. Draußen hat irgendwas gegen irgendwas anderes gekämpft. Na, ahnte ich's nicht. Auf jeden Fall Plünderer. Oh. Weg mit euch. Kannst die scheiß Schwärme auch nicht aufschalten. Das ist eklig. Ekelhaft. Epea, wenn ihr mich schon anmachen müsst, ich das mitnehmen. So. Hier gibt es einiges an Honig. Hinter mir ist noch einer. Da ist noch einer. Feindlicher Feind, aber wo? Ah. Warte mal, dieser Morast. Okay, auf mich geschossen wurde auch schon, aber wo? Was sagt er, hol eine Pizza? Ja. Von mir aus. Junge, 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 immer diese Aggressivität. Schrecklich. Ich bin doch friedlich. Oh, 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 ist zu lesen.
bin nur friedlich, sprach's und verprügelte sie. So, was haben wir denn hier? Das Gebräu gehört uns. Bruder, die Elixierdestillerie läuft immer noch über von dem Zeug. Niemand wird bemerken, dass ich etwas genommen habe, oder? Komm rüber, lass uns trinken. Cheers, Samuel. Also, Elixierbrauerei, habe ich da recht gehabt? Okay, und das hier sieht doch schon ganz schwer danach aus, dass hier die Plünderer wohnen. Ja, warum nicht? Man sich nicht so viel neu bauen. War das? Hier da hinten ging Licht an. Die Bären fallen hier aufpassen, das ist schon... Ach du heilige Scheiße. Ich habe ja wieder so ein Glück. Geh weg. Dass ich wieder gleich das halbe Dorf hier anhole. Weg. Boah. Komm. Eieieiei. Ja, gegen mehrere ist fies. Gegen mehrere ist richtig fies. Puh. Gut, draußen ist ja ein Respawn-Punkt gewesen. Unweit. Kommen wir einfach mal wieder. Ich hoffe, der hat noch gegriffen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Einmal so. Einmal so. So auch gerne. Zurück ins Dörfchen, etwa da oben. Jetzt wird es auch noch dunkel, das macht es für mich nicht einfacher. What the? Okay. Es macht es für mich überhaupt nicht einfacher. Stockenduster, wie das ist. Mal ganz kurz schauen. Irgendwo war doch. Haus mit einem Bett drin, oder? Oder bilde ich mir das jetzt ein? War die Scheune, da war nichts drin. Oh, was für Geräusche nachts, ey. Frechheit! Alter. Ja, kaputtes Bett, das hilft mir nicht. Die Tür zu hier. Oh, die Geräusche. Alter. Schichtseite, das Miasma, das Elixier und Elixierbrunnen. Ich habe etwas knacken gehört. Frühmorgens war ich in der Mühle. Sie knarrte ganz furchtbar. Ich schob sie so fest ich konnte, doch etwas blockierte sie. Zu meinem Entsetzen war irgendein Trottel hineingeklettert und liegt jetzt da. Begraben unter Wurzeln, sein Körper geschwollen und aufgedunsen. Der Saft der Pflanze tropfte von seinen Lippen. Ich fischte heraus, was von ihm übrig war, und kehrte es noch vor dem Morgenläuten unter die Dielen neben der Mühle. Wenn das der Leiter der Hygieneabteilung erfährt, kann ich mich von meiner Prämie verabschieden. Okay. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der recht hat mit dem, was er sagt. Hallo. Ich komme jetzt aber nicht raus, weil es dunkel. Oh, ich würde mich jetzt so gerne hinlegen, verflucht. Aber wahrscheinlich auch nicht funktionieren wird, wenn Gegner in der Nähe sind.
könnte es ja mal mit dem Inferno-Stab versuchen. Nein. Oh oh. Oder auch nicht. Komm. Ey. Jetzt bin ich dran. Meine Fresse. Aber gibt ein paar tolle Sachen. Kann ich eigentlich schon wieder ein Bärchen nehmen? Nee. Vielleicht mal einen Trank. Komm ich da ran? Gut. Ich hätte schon gern irgendwo ein Bett. Ist im Hellen einfach angenehmer. Nee. Ja, ich sag ja, im Hellen ist es angenehmer, deutlich. Alter! Ich nehme jetzt alle mit. Ich nehme jetzt alle Fallen mit. Ja. Dann noch ihn gehört. Geh doch mal. Alter. All um. Und du auch. Schon besser. Noch Ausdauer, aber solange ich blocke, reckt die nicht wirklich. Das ist besser, das ist besser. Ja, noch ein bisschen. So, jetzt drehen wir mal den Spieß um. Blocken! Flucht nochmal. Ey, die Geräuschkulisse ist ekelhaft hier im Dunkeln. Was ist denn das? Werden wir hier vom Miasma umzingelt? Ich meine, klar, das sind bloß irgendwelche Viecher, aber es klingt so gruselig. Boah, der bedrohliche Nebel da drüben, ey. Krass, 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 krass. Komm, lass Tag werden. Ist ja überhaupt nicht meins gerade. So, okay, das hatten wir auch gelesen vorhin. Ah ja, alles klar, das erklärt's. Vermute mal, dass das mal ein Brunnen war. Beziehungsweise ein Fluss, den sie hier benutzt haben, um zu brauen. Das hier fällt mir überhaupt nicht. Kann mal Tag werden. Ich gehe mal hier hoch. Fühle ich mich safe. Oder auch nicht. Hey, komm. Es will wirklich im Augenblick nicht, wa? Ich probier's mal mit Maus und Tastatur. Nee, Leitern wollen im Augenblick nicht im aktuellen Patch. Das ist nicht so richtig. Mein Gott, wird das jetzt mal hell? Ja, deswegen lege ich mich auch lieber hin, wenn es dunkel ist, ne? Mann, 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 Mann. Okay, ich harre jetzt hier aus. Wir cutten das nochmal. Jod, die Nacht ist durch. Hat nochmal mit zwei garstigen Halunken hier angelegt. Vielleicht mal auffrischen. Fleisch zieht noch. Ein Wässerchen. Und einen Stücken Honig. Und
dann mal da hoch zu unserem Grabstein. Da mal weitergeguckt. Kicken, wie viele Halunken hier jetzt noch übrig sind. Okay. Arbeiten wir uns mal Haus für Haus, würde ich sagen. Moin! Ja. Wir hatten es auf jeden Fall nett hier. Unter der Treppe. Waschzuba und Lokus beim Kacken gestorben. Bücher nicht. Kann man irgendwann mal machen, wenn wir wirklich mal anfangen, die Base richtig auszubauen. Mit Einrichtungen und so. Zaubertunika. 30 Schadenswiderstand. 61 Magiewiderstand. Okay, dann wird es jetzt eine Flickenrüstung, würde ich sagen. Wir gucken mal. 42. Zu 30, ja. Nee. Das macht wenig Sinn. So viel zaubere ich ja nicht. Magiegegner habe ich jetzt auch noch nicht so groß gesehen. Hallo, mein Freund. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Eigentlich war das gelobt. Ja, genau. Garstiger Schlawiner. Okay, na, mal hier hinten noch. Oh, noch mehr Morast. Mein Gott, ey. Leider nischt. Ich irritiert es immer, ne? Aber da waren wir oben drin, stimmt. Na, das war wohl die örtliche Taverne. Geräusch. Wenn ja auch immer Ratten irgendwo sein. Klo zugenagelt. Kann man machen? Kann ich dich mitnehmen? Nee. Guten Tag. War das jetzt alles? Oder war hier nicht noch? Ja, sag ich doch. Irgendwas war hier doch noch. Nischt. Nischt runter, schade. Ja, das war das Gasthaus. Definitiv. Rollenspiel typisch. Auch hier ist nichts zu holen. Schade. Bisschen spärlicher Loot. Ist hier. So, okay. Da waren wir drin. Da hinten wäre noch. Das Gebäude ist noch. Möchte ich jetzt hier auch schon noch abschließen. Kaff. Jo, das kann man mitnehmen. Nicht doll, was hier sonst noch zu holen ist. Ebelschwaden, ey, krass. Oh, da oben. Ei! Ei, ei, ei. Hallo! Was seht ihr da? Wenn das mit den Blocken mal klappt, dann ist cool. Zu dir komme ich gleich da oben. Ah, Ratten. Kann man auch brauchen. Man kann alles brauchen. Alles. Nö.
erwischt. Okay. Mal lieber auf Fackel, wenn wir in den Keller gehen. Nicht weiter. Jede Menge Bomben. Da war ein Obergeschoss. Da bin ich ja schon mal drauf reingefallen. Dann bauen sie ein Obergeschoss ein und da ist nichts drin. Dann mal hier rüber zu der Ruine. Wo ist ein Kranzfried? Eben war er doch noch da, der Kranzfried, der Louis. Hallo! Herrenkämpfer im Nahkampf glatt machen, das mache ich gerne. Leiter. Mache ich nicht so gerne im Augenblick. Guckt euch das an, da ist. Da haut doch wirklich irgendwas nicht hin. Dann ist hier oben nicht mal was. Nee, 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 nee. Oh, ein Amboss. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Da drüben ist auf jeden Fall noch ein Harry. Alter. Mach mich fertig mit ihren Bärenfallen. So, da waren wir drin, ne? Waren wir da drin? Der Morast. Ein Händler hier wohnt. Oh, hier ist was zu lesen. Erstmal Baubau loswerden. Oh, nicht doch. Ach, und sein Herrchen ist auch gleich da. Junge, Junge, Junge. So, dann lesen wir uns mal das Ding hier durch. Oh, Granaten, viele. Lieber Oskar, du warst schon immer mein Lieblingsneffe, so jung und rüstig. Oh, Oskar, meine alten Knochen klappern an. Ich kann mich kaum noch um die Farm Immergrün kümmern. Welch Schande, so weite Felder, reif und üppig, perfekt für einen jungen Recken wie dich. Überlasse dieses friedliche Gehöft deinen fürsorglichen Händen. Okay. Haben wir garantiert. Jetzt auch neu auf der Map. Oben gleich rein. Da unten ist noch eine Truhe. Kann das sein? Nee. Ach du Gott. Warum denn immer gleich so viele? Ja doch. Boah. Der Typ da oben, der ist aber garstig. Hallo. Schick. Der Wolf traut sich nicht. Boah. Ey.
Den Bogenschützen da oben ist aber echt nicht witzig. Oh, mehrere. Eieieiei. Halt, stopp. Dagegen müssen wir vorgehen. Spieß mal umdrehen. Zumindest versuchen. Na, irre geführt. Aber der war ja nicht alleine. Schritte. Ah, da ist er. Da ist er. Ich brauche Ausdauer. Ich brauche dringend Ausdauer. Ganz schön frech, was der macht. Aber den kriege ich. So, Maul. Üben. Üben. Haben wir selber. Hörst aber. Ach, da unten. Na gut, bleib mal da. Ein Flammenschrein. Sehr, sehr schön. Hey, was bist du? Ach, Pflanzenfasern, toll. Toll! Und noch mehr zu lesen. Cool, cool. Was ist das? Mysteriöses Fläschchen. Dürfte Elixier sein. Mehr benötigt. Bruder, selbst jetzt kann ich seine Kraft spüren, die mich durchströmt. Das Elixier ist ein Wunder. Ich fühle mich schon wie ein neuer Mensch. Überfallen wir heute Abend die Elixierdistillerie? Die anderen werden nichts ahnen und wir werden das Elixier monatelang für uns haben. Wenn du mir gegenüber auch nur einen Funken Loyalität verspürst, dann komm um Mitternacht in mein Zelt. Man sieht sich, Samuel. Wow. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet, Freunde. Okay, da gehen wir auf jeden Fall nochmal hoch. Ich hab's euch ja angedroht, wenn ich's nicht mehr täglich mache, dann werden die Folgen länger. Da sind wir jetzt. Aber ist für mich auch angenehmer, einfach mal so eine richtig schöne Session mit euch dann durchzuziehen, nicht so wirklich auf die Zeit zu achten. Da habe ich deutlich mehr von. Falle. So, ein bisschen von der anderen Seite jetzt mal. Boah. Schrecklich, dieser Morast. Ist mal ein Verband. Bärchen oben drauf. Meine Güte.
Was schon wieder eine Töle? Sag mal, eigentlich dachte ich, ich hab euch jetzt hier langsam mal alle. So, unsere verhängnisvolle Explosionsrunde. Wo ist denn mein... Meter in der Richtung? Da oben? Okay. Ja, gut. Seltsam. Aber gut, von mir aus. Ein verwunschener Keller. Oh, nicht doch. Elixierfläschchen. Zwei Truhen. Hoffentlich lohnt sich das. Narren, Bruder, du verrätst mich also wie der Rest. Ihr seid alle Feiglinge. Ich werde meine eigenen Elixierbrunnen graben. Alles Elixier in Gluthal soll mein sein. Ich werde mich nicht länger auf die alten Wege und die alten Namen verlassen. Dies ist der Anbruch eines neuen Zeitalters. Das Zeitalter von Samet. Okay. Hat das ganze Verhängnis hier vielleicht seinen Anfang genommen? Zaubererhose. Teerbogen. Okay, der sieht auf jeden Fall geil aus. Ist aber gewöhnlich. Aber gut, nehmen wir mit. Ist noch... Nee. Schade. Sah verlockend aus. So, und dann hatten wir da unten noch... Kleinigkeiten zu erforschen. Wäre nämlich hier. Warte mal. Kurz. Tja, gehen. Genau. Erstmal. Hier konnte man sich rüberschwingen. Jetzt will ich nochmal gucken. Irgendeiner Form da auch anders hinkommen. Doch schon ganz gut aus hier. Höhle. Okay. Zaubererstiefel. Schön Zaubererrüstung hier gekriegt, die mir überhaupt nichts bringt. Ärgerlich, aber ist so. So, kann ich mich hier wieder rüberschwingen? Gehe wahrscheinlich dabei drauf. Ich kenne ja mein Glück. Ah, oh, nee, das ging verhältnismäßig gut. Alles klar. So, dann schmeißen wir mal kurz noch einen Blick. Ey, dieser Helm. Mal kurz mal noch einen Blick auf die Karte, wenn ich darf. Obelisk-Forschung. Das wäre hier noch mit am dichtesten dran oder Truhe von Oswald. Mal ganz kurz einen Blick schmeißen hier. Das ist Miasma. Offensichtlich. Oha. Oha. Gucken wir mal. Ob wir da noch rüberkommen. Oh, die Leiter hat funktioniert. Was ist denn da los? Sind wir wohl wieder ein Level drüber. Oder drunter. Ah! Nein, 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 nein. Euch will ich nicht. Nein. Ah! Fuck. Stecken wir hier ganz schön in der Tinte. Denn hier kann ich nicht porten, logischerweise. Na gut. Dann hat sich sowieso erledigt. Miasma-Schutz ist erschöpft, selbstverständlich. Okay, na gut.
Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle auf jeden Fall Feierabend. War auf jeden Fall eine schöne Folge, wie ich finde. Hat mir Spaß gemacht. Und dann, ja, hoffe ich, seid ihr nächste Woche wieder mit dabei. Und dann gucken wir mal, wie wir hier vorwärts kommen. Meine Lieben, danke euch fürs Zusehen. Als denn, bis denn.